Hey Leute, jetzt ist es endlich soweit, dass ich den Legendär 4 Meisterschaftsrang-Test machen kann. Und ich habe mir gedacht, weil es letztens so amüsant war, dass ich diesmal wieder nicht schaue, was mich erwartet, und dass wir zusätzlich ein komplett zufälliges Loadout wählen. Dann klicken wir das Ganze einmal an und Inaros. Autsch. Okay. Der Rest ist okay. Shade. Also, ihr wisst, ich liebe Inaros aus der Tiefe meiner Seele, aber nein, tue ich nicht. Na gut, los geht der Spaß. Oder auch nicht. Was ist das? Okay. Echt jetzt? Ich muss 2 Minuten überleben. Oh ja, die Twin Viper sind hier richtig gut. Also falls ihr das macht, ich kann euch nur die Twin Viper empfehlen. Ich meine, schaut euch diesen Killspeed an von... Ich mache keine Kills. Und meine Munition ist bald leer. Wow. Oh, die Drohne konnte ich killen. Läuft. Ich kenne die Waffe hier nicht mal. Hat die ein Sekundär? Oh, die hat ein Sekundärfeuer. Dual I-Core. Ich glaube, da habe ich sogar einen Kanonadapter drauf. Ja, doch, habe ich. Ah, ich glaube, die Gegner werden auch immer stärker. Also nicht vom Level, aber hier sind nur noch Juggernauts. Okay. Ja, dieser Test war beeindruckend. Na gut, das war Legendär 4. Aber ich meine, jetzt war es zwar waffentechnisch recht interessant, aber irgendwie hat der Frame ein bisschen den Spaß rausgenommen. Also von daher machen wir das Ganze doch einfach nochmal. Atlas, oh. Also jetzt wird es halt richtig interessant, weil Atlas funktioniert eigentlich nur, wenn er den passenden Statstick dabei hat. Am besten einer der neuen Inkarnon-Waffen. Ohne ist er mehr oder minder unbrauchbar und ich kann auch nicht mal seine Tankpower aufbauen. Von daher, jetzt wird's witzig. Was habe ich überhaupt? Quanta, Keshek und schon wieder eine Viper. Okay. Oh, die macht ja auch so viel Schaden. Ah, ich kann Energieplatten benutzen, das ist gut. Könnte ich jetzt mein Versteinern benutzen? Ja. Boah. Aber ich muss sagen, mit Atlas ist das hier schon etwas amüsanter. Wieso mache ich Damage? Ich meine, das ist niedriger Damage, aber ich dachte nicht, dass ich überhaupt so viel mache. Aber klar, sobald eine Melee-Waffe gemoddet ist, reicht es ja schon, dass Atlas sie überhaupt verwenden kann.
Prinzipiell würde ich gerade sogar sagen, das hier ist sogar noch leichter als mit Inaros. Ich muss das jetzt sagen, weil ihr wisst, wie ich Inaros liebe und noch wurde er nicht gereworkt. Also noch darf ich das sagen. Nach dem Rework sieht es vermutlich leider anders aus. Oder zum Glück, keine Ahnung. Schwierig. Oh, ich könnte gerade sterben. Ich könnte natürlich auch einfach einen Lives. Eine. Oh, das war's. Ich wollte sagen, eine Gesundheitsplatte benutzen, aber. Okay. Also halten wir mal fest. Der Legendär-4-Test ist vermutlich so ziemlich der leichteste seit den 10er-Tests. Also. Okay. War trotzdem ganz witzig. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und bis zum nächsten Mal.